Willkommen zu Let's Play Cultures, die Entdeckung Wienlands. In der letzten Mission hatten wir Wienlands Erben abgeschlossen. Und ehe ich es vergesse, ich danke erstmal allen Leuten, die neu dazugekommen, denn mittlerweile haben wir 2 Abonnenten mehr. Zwischen den Fronten. Du gerätst hier zwischen die Fronten zweier verfeindeter Indianerstämme. Das kann gefährlich werden. Oh, ich habe meinen Glücksbringer gar nicht an. Moment. Ohne den können wir nicht spielen, denn der hat uns garantiert, dass wir nur 3-mal oder 4-mal gestorben sind wegen Nahrungsmangel. Okay, los. Okay, die Musik hängt schon wieder. So. Oh, wir haben sogar schon eine Einheit. Ich greife vor. Zwischen den Fronten. Ahnungslos stranden deine Wikinger an einer fremden Küste und befinden sich plötzlich inmitten eines erbarmungslosen Krieges zwischen 2 Indianerstämmen. Die Crow führen einen gnadenlosen Kampf gegen die Cheyenne. Also ein Sänger kämpft gegen Cheyenne Lacroix oder wie die komische Frau heißt, die immer blank gezogen hat. Ich weiß nicht, ob sie das noch macht. Da die wertvollen Bisonherden immer seltener werden und diese Nahrungsquelle lebenswichtig für beide Stämme ist. Wenn deine Leute überleben wollen, müssen sie einen Weg finden, den Frieden zwischen den Indianern wiederherzustellen. Stell den Frieden zwischen den beiden Indianerstämmen wieder her, indem du bei jedem Stamm die Kriegerzelte zerstörst. Aber nur diese, sonst ist die Mission verloren. Zerstöre die Kriegerzelte der Crow und Cheyenne. So, oh, wir haben einen Schwertkämpferwagen. Herjof, Eistein und Geiermund. Und hier haben wir sogar einen Fischer Finnbogi. Oh, und Sven, unser treuer Bogenschütze. So, und Jotolf wird erstmal Bauarbeiter. So, Bauarbeiter, was rede ich denn? Jotolf wird erstmal Kundschafter und wir nehmen den Sheet wieder. Und schon läuft alles schneller. Schauen wir mal, wie es um uns rundherum aussieht. Jawohl. Da haben wir Gold, das ist schon mal gut, das werden wir brauchen. Ja. Sehr gut, die Karte sieht ganz okay aus. Das erste, was wir wieder brauchen, Bauernhof. Dann baue ich mal... Ja, ich baue ihn hier hin. Schön da drauf. Dann brauchen wir natürlich noch einen Lehmbearbeiter. Ne, Moment, den baue ich woanders hin. Wenn ich ihn dahin baue, macht er was kaputt. Dann ist wichtiger Lehm verloren. Jo. Und den gibt es leider nur begrenzt. Und einen Holzfäller brauchen wir natürlich auch. Den baue ich aber dahin. Und einen Jäger brauchen wir dann jetzt auch. Das war's. Ach, Lehmbearbeiter zählt das. Ich lasse ihn erstmal den Beruf hier erfinden und dann darf er Lehmbearbeiter werden. So, ein Farmer. Ja, ja. Ein Farmersjung brauchen wir auf jeden Fall. Aber brauchen wir gleich 2. Okay. Jo. Also Nahrung gibt es auf jeden Fall schon mal in der Nähe, das ist gut. Jo. Auch für unseren Kundschafter, der muss nicht hungern. Holzfäller. Oh, wir haben einen Opferstein, der ist sehr wichtig. Are wird Holzfäller. Das freut ihn anscheinend. Und seht mal, hier entspringt ein kleiner Bach. Das finde ich immer sehr schön, sowas. Solche kleinen Details finde ich sehr wichtig. Nee, jetzt wird nicht mehr gefischt. Schluss mit Fischen. Der Fischer und seine Frau ist tot. Also der Fischer ist tot, die Frau lebt noch. Die war ja so böse. Für die, die das Märchen kennen. Meine dämliche Frau.
die uns sehr schön zeigt, dass Frauen nie zufrieden sind. Beziehungsweise Menschen. Natürlich ist da die Frau als böse dargestellt worden, aber Männer sind genau nicht besser. Finde ich immer toll, dieser Geschlechterkampf. Die Frauen tun immer so, als ob die Männer die Bösen sind und die Männer tun immer so, als ob die Frauen böse sind. Tatsache ist, beide nehmen sich nicht viel. Denn beide Geschlechter haben ihre Vor- und Nachteile. Obwohl das ja auch wieder geschlechterbezogen ist mit den Vor- und Nachteilen. Denn viele Sachen sind einfach anerzogen. Holzfäller, da kann ich auch gleich einen Werkzeugschreiner bauen. Der kann dann erstmal ein bisschen hier schlafen. Bauen wir es hier hin. Denn wir werden auf jeden Fall Waffen brauchen. Vor allem Bögen. Das ist eine relativ kleine Karte. Heirate. Und bei der Gelegenheit können wir auch gleich nach Wasser graben. So, er kann dann erstmal bis zum Ende der Karte laufen. Ich weiß noch ungefähr, wo die Gegner waren. Also hier und hier waren die, glaube ich. Wir sollten dann auch gleich mal hochgehen, weil sonst verpassen wir nämlich was nach einer Zeit. Ah, wieder was zu essen. Da ist ein Elefantenfriedhof. Ein altes Mammut. Wenn es in der Neuzeit wäre, wäre es wahrscheinlich schon Öl. Gut, der darf Lebenssammler bleiben von mir aus. Du bist Werkzeugschreiner. Werkzeugschreiner. Hier brauchen wir noch einen Brunnen. Warum ich den da nicht hinbauen kann, weiß ich nicht. Bauen wir da hin. Achso, da fehlt... Vor allem hier ging es nicht, aber hier ein Stück drunter geht's. Wo eigentlich kein Wasser mehr ist. Das sind Sachen, die man nicht verstehen muss. Aber kann. Oh, er ist schon wieder müde. Faule Socke. Oh ja, Nahrungsproduktion. Ach, hier gibt's ordentlich... wie heißt's? Ich gehe mal hoch und entdecke den Indianer. Ich erkunde dann später den Rest. Okay? Wir haben hier einen schönen Weg, der führt uns, glaube ich, direkt hin. Warum auch immer hier ein Trampelpfad angelegt ist. So, der Brunnen ist fertig. Der Müller ist auch bald fertig gemüllert. Und wir machen uns auf den Weg, die Indianer zu finden. Jawohl. Beide am besten. Und wir decken schön den Teil der Karte hier auf. Habt ihr es gehört? Hier ist ein Jäger in der Nähe. Hier wird nicht geheiratet, außer ich sag das. Und hier sind auch die Bisons, um die gekämpft wird. Bloß wird gerade nicht gekämpft. Ich höre bloß, wie sie die Bisons töten. Schön. Ah ja, da, hier muss einer sein. Ich weiß auch gar nicht mehr, was wir hier ein Angebot hatten von den Indianern. Muss doch eigentlich gleich Müller erfunden werden, oder habe ich das gerade aus Versehen weggeklickt? Oder habe ich schon jemanden gefunden? Nee, noch keiner entdeckt. Ah ja, da braucht noch kurz. Da ist einer. Gerissener Fuchs. Und wir haben die Crow entdeckt. Der will Nahrung. Häuptling schwarze Krähe. Naja, schauen wir erstmal, was die so anbieten. Vielleicht brauche ich ja gar keinen Frieden mit denen. Müller erfunden, sehr gut. Dann kann man es auch gleich mit dem Bäcker durchstatten. So, die Bäckerei ist natürlich ganz wichtig. Er bekommt einen neuen Job.
Er bekommt einen neuen Job. Ja. Ja. Und wenn er aufwacht, darf er auch heiraten. Wenn er irgendwann mal aufwacht, vielleicht kriegt er auch im Schlaf einen Schlaganfall und dann ist es erledigt. Du wirst Farmer. Er braucht auch nicht mehr lange. Dann können wir die großen Häuser bauen. Da ist das Kriegerzelt, das müssen wir zerstören. Nur das. Irgendwo hier muss ja Nahrung sein. Das Vorratszelt, sehr gut. Ich glaube, die handeln aber gleich. Bier gegen Gold, schön, da brauche ich kein Gold herstellen. Und Bögen kann ich mir auch handeln. Was bringt mir aber leider nicht sehr viel. Du wirst Träger. Ja, ja. Wir brauchen ganz, ganz dringend noch einen weiteren Farmer. Ja, ja. Wow, der Bäcker hat schon richtig viel geschafft. Das erste, was er macht als Bäcker, schlafen. Man muss ja die Produktivität ankurbeln. Und ein Turm haben sie auch hier. Ja. Ja. Ich glaube, ich erkunde gleich hier mal zu Ende und dann gehe ich zu den anderen, zu. Ich glaube, das hier waren die Crow. Dann gehe ich zu den Cheyenne. Mittlerweile auch ein beliebter Name für asoziale Kinder. Früher war es ein mächtiger Indianerstamm, jetzt ist es ein asoziales Kind. So kann sich die Entwicklung halt fortsetzen. Muss nicht immer positiv sein. So, wir können die drei Familienhäuser bauen, das ist ganz, ganz wichtig. Davon brauchen wir jetzt etliche. Und natürlich brauchen wir dann auch eine Bierproduktion demnächst. Gott, wie viel Bauarbeiter habe ich denn noch? Die beiden ziehen mal da ein. Ach, die bauen ja auch alle kreuz und quer. Ne, das ist der Träger. Das ist ein Farmer. Achso, der hat gerade gegessen. Du ziehst da ein, der Müller zieht da runter ein. Ja. Dann sind die Häuser schon mal so weit ausgelastet. Den Träger brauchen wir auch. Der muss auch ein Haus bekommen. Und natürlich braucht der Farmer hier. Eigentlich beide Farmer brauchen ein Haus. Damit erstmal die Nahrungsproduktion gesichert ist. So, Ljotolf braucht nicht schlafen. Denn er hat so ein tolles Fitnessarmband an. Gibt es ja jetzt mittlerweile diese Armbänder, die dir sagen, was du zu essen hast, wann du zu essen hast, wann du zu schlafen hast und was weiß ich nicht noch alles. Wird er in dieser Werbung, du hast heute. Verdammt, jetzt pennt er! Ja. Finde ich toll in dieser Werbung, wo gezeigt wird, da hast du 5400 Schritte gemacht, also. Oder waren es 4500 Schritte. Das sind 154% deines Ziels. Das ist ein sehr, sehr schlechtes Ziel, muss ich sagen. Weil das eigentlich viel zu wenig ist. Und wenn das schon über 100% sind, weiß ich auch nicht. So, Nahrung geht immer mehr zur Neige. Ich werde von mysteriösen Kräften verprügelt. Während ich hier aufnehme. Dabei bin ich doch ganz lieb. Meistens. Wisst ihr was, wenn wir so viele Bauarbeiter haben, kannst du eigentlich auch Holzfäller werden. Suchen wir mal die Cheyenne. Cheyenne! Cheyenne! Irgendwo müssen sie ja sein. Irgendwo in Nähe der Plattenbauten. Ah ja, da sind sie. Falls ihr in irgendeinem Plattenbau lebt, tut mir leid, das ist nicht böse gemeint.